Ich tappe immer wieder in die Falle, dass ich einen dauerentspannt Zustand erreichen will, anstatt einfach nur wahrzunehmen, wie es eben gerade ist. Und wenn das passiert, bin ich dann zusätzlich aufgewühlt, weil ich doch eigentlich entspannt war oder entspannt sein wollte. Und vielleicht kannst du dazu eine Podcast-Folge machen, warum es okay ist, nicht immer entspannt zu sein und wie man aber die innere Haltung stärken kann, wirklich einfach nur wahrzunehmen, was ist. Das war die Frage oder die Bitte von der Hörerin, die wir in den letzten Wochen bekommen haben. Und auf das Thema will ich heute näher eingehen. Mein Name ist Britta Kimpel und hier dreht sich alles um Embodiment, das Nervensystem und deine Verbindung zu dir selbst. Und bevor wir in das heutige Thema und die Hörerfrage reingehen, mag ich noch auf die NESC-Ausbildung hinweisen, die in ein paar Wochen am 12. Oktober startet. Das heißt, wenn du dir überlegst, in dem Jahr vielleicht noch dabei zu sein, dann solltest du dir das wirklich so in den nächsten 2-3 Wochen überlegen, sodass du auf jeden Fall noch einen Platz bekommst und dann wirklich eben am 12. Oktober mit uns startest. Du findest alle Infos unter nesc-coaching.com/Ausbildung. Und ich mag es noch kurz dazu erwähnen, ich war die letzte Woche krank. Ich glaube, man hört es meiner Stimme nicht mehr ganz so extrem an. Ich selber höre es noch, es klingt noch sehr nasal. Ich muss mich heute vielleicht ein bisschen öfter räuspern, einfach, dass ich das vorneweg gesagt habe und dann nicht in Stress komme. Wenn es so ist, einfach als Info für alle da draußen. Und jetzt eben zu diesem Thema, dass irgendwie so das Gefühl aufkommt, ein entspanntes Nervensystem würde bedeuten, immer entspannt sein zu müssen. Das ist was, was ich in mehreren Podcast-Episoden schon erwähnt habe und was ja auch die Hörerin, die uns geschrieben hat, selber schon letztendlich weiß. Und an dem Beispiel sehen wir, dass irgendwas im Kopf zu verstehen noch nicht wirklich heißt, dass wir danach handeln können. Das heißt, im Kopf verstehe ich vielleicht, dass ein reguliertes Nervensystem nicht bedeutet, dass ich immer entspannt sein muss. Und trotzdem kommt dann, wenn irgendwas aufkommt und ich irgendwie vielleicht aus meiner Entspannung rausfliege, kommt dann so diese Selbstverurteilung dazu. Und ich habe das Gefühl, jetzt ist irgendwas falsch gelaufen. Und das ist was, was wirklich sehr, sehr häufig passiert. Deswegen ist es mir auch wichtig, obwohl ich darüber schon öfter geredet habe, da wirklich auch nochmal eine eigene Episode dazu zu machen, das nochmal näher anzuschauen. Letztendlich wäre es tatsächlich absolut kontraproduktiv für unser Leben, wenn wir immer nur entspannt wären. Wenn wir uns das Nervensystem anschauen, und ich spreche immer vom autonomen Nervensystem, auch wenn ich das Wort autonom nicht immer dazu sage, aber wenn wir uns das Nervensystem anschauen, dann ist seine Funktion, unser Überleben zu sichern. Um unser Überleben zu sichern, muss es uns Gefahrenmeldungen geben, sodass wir eben entsprechend handeln können, dass wir entsprechend kämpfen können, dass wir fliehen können. Das ist absolut wichtig für unser Überleben. Das heißt, wenn wir wirklich den Wunsch hätten, immer nur entspannt zu sein und wir sind zum Beispiel in einem brennenden Haus, dann ist unser Überleben ziemlich in Gefahr, weil wir nicht den nötigen Drive haben. Wir haben nicht die nötige Energie in den Muskeln, um dieses brennende Haus zu verlassen, weil wir einfach viel zu gechillt und entspannt auf unserer Couch liegen. Und deswegen für das, was unser Nervensystem tun soll und für unser Leben, wäre es sowas von kontraproduktiv, immer nur entspannt zu sein. Und es geht einfach um die richtige Balance. Es geht darum, die Balance zu finden zwischen, wann braucht es ein bisschen mehr Aktivierung, wann braucht es ein bisschen mehr Aktivität und Energie und wann sind dann die Phasen, in denen wir runterfahren können, in denen wir entspannen können und wieder sozusagen den Ausgleich schaffen. Und genauso wie das in unserem Nervensystem ist, können wir uns das letztendlich auch mit den Muskeln anschauen. Und ich habe das Gefühl, am Beispiel der Muskeln wird es vielleicht noch ein bisschen klarer. Wenn du dir mal vorstellst, dass du den Wunsch hättest, dass all deine Muskeln in deinem Körper immer nur entspannt sein sollen, gib dir einen Moment, um in dieses Bild reinzutauchen. Wie soll dein Leben aussehen? Also das erste Mal, unser Herz ist auch ein Muskel. Wenn es immer nur entspannt ist, dann ist es sowieso vorbei. Aber nehmen wir mal das Herz außen raus und nehmen nur die Skelettmuskeln.
Wie sieht es aus, wenn die immer nur entspannt sind? Also was können wir in unserem Leben wirklich noch bewirken? Und auch bei der Muskulatur geht es um die Balance. Das heißt, wann sind Muskeln aktiv und wann sind sie entspannt? Im Alltag, im Optimalfall, ist es einfach so eine ganz natürliche Balance. Es reguliert sich. Wenn ich jetzt hier den Podcast aufzeichne und ich mache das ja als Livestream, ich stehe dazu immer. Das heißt, wenn ich hier stehe, dann brauche ich meine Haltemuskulatur. Die Muskeln in meinen Beinen und Füßen sind ganz minimal aktiv. Nicht jetzt wie, wenn ich ein Hardcore-Workout mache und irgendwelche Kniebeugen mache, aber einfach so, dass ich mich hier halten kann. Es gibt vielleicht andere Muskeln, die in dem Moment weniger aktiv sind, einfach weil sie gerade nichts zu tun haben. Und das heißt, es wird permanent reguliert, den Anforderungen entsprechend. Um hier zu stehen, werden manche Muskeln mehr aktiviert sein als andere. Wenn ich jetzt später irgendwie ein Training mache, dann braucht es andere Anforderungen. Dann braucht es vielleicht mehr Aktivität und so weiter. Und wirklich mit dem Nervensystem ist es absolut genau das Gleiche. Wir können uns das wirklich vorstellen wie ein Muskel. Das heißt, es gibt Phasen, in denen braucht es weniger Aktivität. Da können wir runterfahren, da können wir parasympathischer unterwegs sein. Und es gibt Phasen, in denen braucht es mehr Aktivität. Auch eben zum Beispiel, um hier stehen zu können, muss mein Sympathikus auch mit aktiv sein. Und ich finde es wirklich so, so wichtig zu verstehen, dass Dauer entspannt niemals erstrebenswert sein kann, niemals das Ziel, um unser Überleben zu sichern, sondern dass es wirklich einfach nur um Balance geht. Und ich bin der Meinung, es geht bei allem im Leben nur um die richtige Balance. Und wenn wir jetzt zurückkommen zum Nervensystem, und ich hatte es ja gesagt, es geht darum, unser Überleben zu sichern, dann ist unser Nervensystem eigentlich wie eine Alarmanlage. Das kannst du dir so vorstellen, wie du hast ein Haus, das willst du beschützen, du baust eine Alarmanlage ein und je nachdem, welche Gefahr kommt oder ob eine Gefahr kommt, wird quasi der Alarm losgehen und du bekommst das Signal, hey, hier ist was nicht in Ordnung. Unser Nervensystem macht jetzt halt vielleicht kein Biu, 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 kein Alarm, sondern unser Nervensystem macht ungute Gefühle. Unser Nervensystem flutet uns mit Stresshormonen und lässt uns ausflippen. Das ist sozusagen das Alarmsignal der Alarmanlage, was uns nur kommuniziert, hey, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Das ist fantastisch. Das wollen wir weiterhin beibehalten. Ich will spüren, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich will merken, wenn jemand meine Grenzen überschritten hat, indem dass ich vielleicht ein bisschen wütend werde. Also ich will unter gar keinen Umständen diese Alarmanlage ausschalten. Das Problem ist jetzt einfach bei vielen, dass wenn sie in der Dysregulation sind, dass diese Alarmanlage eigentlich zu sensibel eingestellt ist. Vielleicht gab es mal einen Einbruch und deswegen hat der Inhaber von diesem Haus besonders viel Angst und hat die Alarmanlage sensibler eingestellt. Das heißt, die schlägt nicht mehr nur Alarm, wenn wirklich jemand kommt und versucht, das Schloss aufzubrechen, sondern die schlägt unter Umständen auch dann Alarm, wenn vor diesem Kamerasensor eine Ameise durchkriecht. Die Ameise ist für dieses Haus keine wirkliche Gefahr. Plus, es werden vermutlich einige Ameisen da durchkriechen. Wenn jedes Mal die Alarmanlage losgeht, dann wird das irgendwann zur Belastung. Und das ist das, was bei einer Dysregulation passiert. Das heißt, ein dysreguliertes Nervensystem kann nicht mehr so gut unterscheiden, was ist eine tatsächliche Gefahr und was ist die symbolische Ameise, die mein Alarmsystem fälschlicherweise für eine Gefahr hält. Und das ist so ein bisschen das Problem, wo es dann zermürbend wird und wo wir zu viel in Stress sind. Weil jetzt kannst du es dir auch vorstellen, wenn du in diesem Haus bist und permanent die Alarmanlage losgeht, weil Ameisen durchkrabbeln, das würde uns auch als Inhaber von dem Haus wahnsinnig stressen. Und deswegen geht es darum, wirklich wieder zu lernen und zu unterscheiden und unserem Nervensystem beizubringen, was ist eine tatsächliche Gefahr und wo habe ich es jetzt vielleicht aus einer Schutzreaktion raus ein bisschen zu sehr übertrieben. Und was aber so oder so wichtig ist, ist zu verstehen, dass dieses übersensible Alarmsystem kein Problem ist, sondern wir dürfen uns bewusst machen, dass es einen Grund hat, warum wir diese Alarmanlage so sensibel eingestellt haben. Es hat einen Grund, warum wir irgendwann gesagt haben, so, hey, ich habe so viel Angst, ich will sogar wissen, wenn eine Ameise da vorne vorbeiläuft, dass mir ja nichts passiert. Das ist fantastisch.
Wir dürfen dafür dankbar sein, dass dieses System so gut funktioniert und dass es uns über die Jahre so gut geschützt hat. Das, was heute noch Alarm auslöst, sind einfach in der Regel keine Sachen, die heute noch eine Gefahr darstellen. Die haben vielleicht in der Vergangenheit, in der Kindheit, waren das tatsächliche Gefahren. Da war diese Ameise vielleicht einfach wirklich so groß für uns, dass sie wirklich eine Gefahr geworden wäre. Heute ist es das nicht mehr. Die Alarmanlage an sich macht einen fantastischen Job. Wir haben die damals so eingestellt, übersensibel zu sein, und wir haben vergessen, die Alarmanlage wieder umzustellen. Und unser Job heute ist es quasi, die Alarmanlage wieder umzutrainieren. Jetzt anders als bei einer tatsächlichen Alarmanlage, wo wir einfach den Hebel umlegen müssen und dann ist es gemacht, funktioniert das beim Nervensystem leider nicht so. Aber das heißt, wenn wir merken, dass wir zu viel gewarnt sind, dass wir zu viel überreagieren, dass wir zu schnell ausflippen, dass wir zu schnell gestresst sind, dass wir zu schnell in alte Muster zurückfallen, all diese Dinge, wo unser Nervensystem reagiert, noch bevor unser Verstand irgendwas tun kann, also wo wir auf Sachen reagieren, die nicht wirklich eine Gefahr darstellen, da dürfen wir die Alarmanlage anders einstellen. Und uns wirklich einfach wieder eine bessere Regulationsfähigkeit aneignen. Dass wir uns trotzdem ärgern, wenn wir auf diesem Weg sind, und das war ja die Frage auch von der Hörerin, ich ärgere mich dann, wenn ich irgendwie ausflippe oder wenn ich irgendwie nicht entspannt bin, weil ich ja eigentlich mir vorgenommen habe, entspannt zu sein. Und dass das passiert, ist total normal. Es gibt das Kompetenzstufenmodell und ich bin mir sicher, dass irgendwo in diesen 270 Podcast-Episoden von mir das auch schon mal erwähnt wurde, aber ich mag sie auch nochmal erklären. Und zwar gibt es in diesem Kompetenzstufenmodell 4 Stufen. Die erste Stufe ist, dass wir unbewusst inkompetent sind. Das ist eigentlich ein recht seliger Zustand, weil wir wissen nicht, was nicht funktioniert, wir wissen nicht, was wir nicht können, und dadurch, dass wir es nicht wissen, ist es recht ein angenehmer Zustand. Bisschen vielleicht ein Zustand von Verblendung, aber in dem lässt sich meiner Meinung nach gut leben. Und ich habe manchmal das Gefühl, auch gerade so Menschen, die auf dem Weg sind und die mit dem Nervensystem arbeiten oder auch auf einem spirituellen Weg sind, dass häufig so die Frage aufkommt, würde ich mir wieder wünschen, all das, was ich jetzt weiß und was mir die Augen geöffnet hat, das nicht mehr zu wissen. Die meisten, oder ich habe noch nie jemand erlebt, der sagt, ich würde zurückgehen wollen zu dem seligen, unbewussten Zustand. Aber der unter Umständen kann einfacher sein. Aber das heißt, diese erste Stufe ist unbewusst inkompetent. Und dann passiert irgendwas. Wir hören den Podcast, wir kommen in eine Krise, die uns die Augen öffnet. Wir machen eine Therapie oder ein Coaching oder was auch immer aufkommt. Und wir merken so, irgendwie ist da ein Thema von mir. Irgendwas ist da, was nicht so rund läuft. Und in dem Moment werden wir bewusst inkompetent. Wir sind uns bewusst darüber, was wir nicht können. Und in dem Moment sind wir uns eben zum Beispiel bewusst darüber, dass ich immer noch nicht immer entspannt bin oder dass ich immer noch zu schnell ausflippe oder dass mein Nervensystem immer noch seltsame Dinge tut, von denen ich mir eigentlich gewünscht habe, dass es das nicht mehr tut. Und diese Stufe der bewussten Inkompetenz ist sehr, sehr mühsam, weil wir eben genau wissen, was wir anders machen könnten oder anders machen sollten, aber das einfach noch nicht gelernt haben. Unser Körper kann das noch nicht. Aber da wir wissen, was besser wäre, verurteilen wir uns dafür, für das, was wir nicht können. Und in der Stufe finde ich es so absolut entscheidend, dass wir uns selber mit Mitgefühl begegnen und dass wir uns wirklich klar machen, das ist was, was unser Körper einfach noch nicht kann. Also rein auf einer Embodiment-Ebene, auf dem, was wir verkörpert haben, wenn diese Alarmanlage so sensibel eingestellt war, kann nicht nur, weil ich jetzt das weiß, dass es zu sensibel ist, hat sich noch nichts verändert in meinem Körper. Mein Körper muss dieses neue Muster und dieses entspannter sein und regulierter sein erst lernen, und das braucht Zeit. Und deswegen, ja, bewusste Inkompetenz ist eine richtig ätzende Phase, aber die ist ein Schritt und wahrscheinlich der wichtigste Schritt, um dann immer wieder sich dran zu erinnern, oh shit, hier war wieder was. Was kann ich anders machen? Und die ersten Male ist es wahrscheinlich immer, oh shit, da war was, was kann ich anders machen? Bis es mir irgendwann in dem Moment schon einfällt und ich merke, ah, da ist so dieser Impuls, ich will die Verhaltensweise zeigen und ich habe aber was Neues geübt, ich kann mich plötzlich anders verhalten. Und ich hatte neulich selber so eine Situation,
Ein Thema, an dem ich gerade wirklich mit meinem Körper dran bin, zu arbeiten und wo ich lerne, das zu verkörpern und mit Embodiment-Praxis dran bin. Und dann kommt diese Triggersituation und zack, ist alles vergessen. Und ich habe mich auch hinterher geärgert. Ich fand so, ey, da bin ich in diese Situation, werde wieder komplett aus mir rausgerissen. Jetzt habe ich doch gerade am Tag vorher noch drüber geredet, was ich alles machen kann, wie ich zu mir kommen kann und so weiter. Und in der Situation war alles weg. Bewusste Inkompetenz. Völlig normal, dass wir uns darüber ärgern. Lasst uns trotzdem mit Mitgefühl begegnen und eben verstehen, es ist ein Weg, es ist ein Prozess, wir lernen das. Wenn unser Kind laufen lernt und vielleicht mal prinzipiell verstanden hat, wie es funktioniert, einen Schritt vor den anderen zu machen, aber der Körper das einfach noch nicht kann, dann werden wir auch nicht sauer, wenn es am Tag 2 immer noch nicht irgendwie einen 10-Kilometer-Marsch macht, sondern dann freuen wir uns, dass es einen Schritt mehr gegangen ist als am Tag vorher, bis der Körper lernt, wie laufen geht. Vom Kopf her ist es vielleicht verstanden, aber es ist ein Übungsprozess. Und deswegen wirklich bewusste Inkompetenz. Hier ist es das absolut Wichtigste, sich mit Selbstmitgefühl zu begegnen und trotzdem dran zu bleiben und in diesen Nicht-Trigger-Situationen zu üben, wie wir eine neue, bewusste Kompetenz aufbauen können. Ich habe gerade das Beispiel gebracht, was ich neulich hatte. Für mich ist es eine Situation, wo ich weiß, ich muss meine ganze Energie und Aufmerksamkeit immer in meinen Körper zurückholen und für mich in die Rückseite vom Becken. Das ist der Ort, wo ich merke, hier, wenn ich bin, kann ich Prozesse entschleunigen. Da bin ich total bei mir, da bin ich irgendwie geerdet. Ich habe eine Verbindung zu mir. Das ist der Ort, da muss ich meine Aufmerksamkeit hinbringen. Ich muss in den Nicht-Trigger-Situationen so oft wie möglich üben, und ich mache das gerade tatsächlich, während ich hier stehe und spreche, dass ich meine Aufmerksamkeit zurückhole in die Rückseite von meinem Becken, dass ich mich geerdet fühle und so weiter. Das heißt, ich eigne mir die Kompetenz an, und zwar bewusst, indem ich wirklich Schritt für Schritt das immer wieder mache, dass ich mir Tools und Techniken hole, wie kann ich das machen, dass ich das so oft wie möglich im Alltag einfach praktiziere, so dass irgendwann in der entscheidenden Triggersituation mein Körper das Muster so gut in sich hat, dass er automatisch anders handelt. Das heißt, aus der bewussten Inkompetenz kommen wir nur raus, wenn wir die bewusste Kompetenz uns aneignen, aber in der Regel eben noch nicht in der Triggersituation. Wenn wir bewusst das so lange geübt haben, in unseren Körper gebracht haben, das in unserem Körper abgespeichert ist, dass wir es wirklich verkörpern, dann wird das irgendwann zur unbewussten Kompetenz. Das heißt, wir müssen nicht mehr drüber nachdenken, uns ist nicht mehr bewusst, was da passiert, aber unser Körper geht automatisch als Standardreaktion dorthin, auch in der Triggersituation. Und das ist der Weg, den wir gehen müssen. Und letztendlich ist es so ein bisschen wie beim Autofahren lernen. Am Anfang kann ich es nicht, mir ist bewusst, ich kann es nicht, dann lerne ich Innenspiegel, Außenspiegel, was auch immer ich alles wissen muss. Und es wirklich ist eine Checkliste, die sage ich mir vor beim Autofahren, weil mein Körper das noch nicht automatisiert hat. In dem Moment, wo mein Körper das so oft geübt hat, dass all diese Prozesse und Abläufe einfach wirklich im Schlaf funktionieren, muss ich nicht mehr drüber nachdenken. Ich kann es in der Regel auch nicht mehr verbal abrufen, aber mein Körper weiß genau, was zu tun ist und ich kann mich in ein Auto setzen und losfahren. Und deswegen wirklich, wie gesagt, das zu verstehen, dass wir nicht dauerentspannt sein müssen, ist eine Sache, aber davon eben hat sich noch nichts verändert. Dass wir immer wieder zurückfallen, gehört zum Prozess dazu und wirklich ist wie das Laufenlernen vom kleinen Kind, was nicht beim ersten Mal aufstehen gerade schon laufen kann, sondern immer wieder hinfallen wird. Aber so wie das kleine Kind immer wieder erneut aufsteht, und immer wieder erneut versucht zu laufen, so müssen wir auch einfach dranbleiben, regulieren im Alltag, das machen, was wir sagen, was uns gut tut. Jetzt in der Frage der Hörerin war noch gesteckt irgendwie, ich nehme vielleicht die Realität dann nicht so an, wie sie ist. Das ist auch so ein Thema, wirklich auch in dem Moment, wenn ich zum Beispiel merke, dass ich wütend werde oder dass ich enttäuscht von mir bin oder dass ich mich selbst verurteile, anstatt in sozusagen da irgendwie das Kaninchenloch abzutauchen und mich immer mehr fertig zu machen, zu sagen, okay, was spüre ich denn jetzt gerade in meinem Körper? Wie fühlt es sich an, ärgerlich zu sein, enttäuscht zu sein, mich selber zu verurteilen? Und nicht mehr so sehr in die Geschichte reinzugehen, warum ich das können müsste und warum ich ein schlechter Mensch bin, weil ich es immer noch nicht kann, sondern nur zu spüren, was ist gerade da? Was ist der Ärger? Was sind die körperlichen Empfindungen? Und wirklich nicht so sehr die Gedanken, sondern nur das Gespür darüber. Und es braucht wirklich einfach ganz viel Achtsamkeit. Wie gesagt, Praxis im Alltag, nicht nur in den Akutsituationen, das ist das Wichtigste.
Aber ansonsten das Bewusstsein dafür und in den Situationen wirklich auch immer mehr zu merken, so, okay, also ich bin immer noch ausgerastet, aber vielleicht nicht mehr ganz so extrem wie vorher. Und zum Thema Selbstmitgefühl beispielsweise habe ich auch eine ganze Episode, die werde ich auch verlinken. Und was für mich immer wichtig ist, ist irgendwie auch mit einer Neugier an das Ganze ranzugehen. Also wenn ich merke, da habe ich wieder irgendwas gemacht, was nicht funktioniert hat, neugierig zu sein und zu schauen, okay, wie fühlt es sich an? Und eigentlich fast so ein bisschen amüsiert drüber zu sein, über das, dass wir Menschen sind und Fehler machen und nicht perfekt sind und von mir aus den gleichen Fehler, wenn wir es überhaupt so nennen wollen, 100-mal machen. Und letztendlich ist es ja nicht mal ein Fehler, sondern es ist die Alarmanlage, die uns schützt und die einfach das tut, was sie tun soll, bis sie gelernt hat, dass sie jetzt ein bisschen entspannter sein kann. Und ich hoffe, das beantwortet die Frage der Hörerin. Wirklich, es war mir nochmal wichtig, nochmal zu betonen, warum entspannt sein bzw. reguliert sein nicht heißt, dauerentspannt zu sein und eben warum dieser Prozess so wichtig ist, auch immer wieder ins Loch zu fallen und immer wieder zu üben und dran zu bleiben und die Alarmanlage umzutrainieren. Und damit bin ich mit der heutigen Episode am Ende und ich wünsche dir eine schöne Woche, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!